Freut mich, dass ihr alle schon so fleißig wartet. Willkommen zurück bei Little Nightmares Kapitel 4. In der letzten Folge haben wir die Zwillingsbrüder überlebt. Obwohl sie uns schlachten wollten. Und nun? Was nun? Wo geht es lang? Das sieht mir mittlerweile doch sehr, sehr stark nach einem Schiff aus. Also hat sich diese Vermutung wohl bestätigt. Und wenn ich mich nicht ganz irre, dann höre ich sogar Möwen. Na, wie gut, dass wir eine Regenjacke tragen, denn es könnte jetzt tatsächlich sehr nass werden. Aber wechseln wir den Bereich? Denn das ist die Luke in die Freiheit, oder nicht? Tatsache. Ein Schiff. Und da kommen Gäste. Ganz viele Gäste. Man kann sie kaum erkennen, aber haben ungefähr den Körperbau der etwas dickeren, schlachtenden Zwillingsköche. Aber was zum Teufel hat das alles zu bedeuten? Also storytechnisch habe ich wirklich überhaupt keinen Plan. Warum sind wir so klein, alle anderen so groß und breit? Warum tragen sie Masken? Was passiert auf diesem Schiff? Okay, jetzt können wir sie ein bisschen deutlicher erkennen. Und in der Tat, wenig zu essen haben die nicht. Lass es mich so sagen. Vielleicht kommen sie ja sogar zum Essen hierher. Bei all dem Fleisch. Kein Wunder, oder? Balu, vielen dir Dank. Vielen dir Dank, genau. Dankeschön für die 10 Münzen, Tony. Muss man die Endcard jedes Mal neu erstellen? Ja, ich tausche ja auch immer den Soundtrack aus, deswegen muss ich immer eine neue erstellen. Ich könnte auch immer dieselbe mit derselben Musik verwenden, aber ich mache jedes Mal eine neue mit einem neuen passenden Soundtrack. Gut, hier bei Stream Let's Plays ist es natürlich ein bisschen schwierig, weil ich nicht weiß, was passiert. Deswegen kann ich den Soundtrack nicht 100% genau anpassen, aber trotzdem möchte ich da immer schön durchwechseln. Deswegen für jeden Part auf diesem Kanal bei fast allen Let's Plays ist jede Endcard individuell. Alter, die Musik, es ist richtig beklemmend gerade. Oder was heißt die Musik? Eher das Stapfen dieser stattlichen Männer und Frauen. Ich glaube, wir werden heute etwas mehr zur Story erfahren. Da ist die Frau! Die Kimono-Frau! Ich frage mich, ob es unsere Mutter ist. Weil vom Körperbau ist sie die einzige, die uns ähnelt. Und vor allem auch die einzige ohne, ich sag mal, Missbildungen. Bin echt gespannt, wie die aussehen. Also bezogen auf die Masken. Ist schon echt. Allein das ist wirklich furchteinflößend. So, im oberen Abteil des Schiffes ist alles sehr japanisch eingerichtet. Ich glaube, wir nähern uns der Dame. Und ich sehe, ich habe recht. Die kommen alle wohl wegen dem Essen. Okay, wer will's ihnen verübeln bei all dem Speis und Trunk? Wenn das Fleisch allerdings wirklich Kinderfleisch ist, frage ich mich, ob die wissen, was sie da konsumieren. Gut, die Frage müssen wir uns auch stellen, die tagtäglich zu McDonald's und Co. gehen. Wissen wir, was für eine Scheiße wir fressen? Ja, sollten wir auf jeden Fall. Aber es gibt auch Kuchen. Seht mal.
Und ich glaube, er nimmt den Mund ein bisschen zu voll. Der übertreibt es ja mal komplett. Der kuschelt sogar mit seinem Fleisch. Als wenn es seine Freundin wäre. Boah. Also da wird mir ein bisschen schlecht, du. Danke für 2 Münzen, hey ho, willkommen im Stream. Weiter geht's. Moment, sieht er mich nicht? Der hat mich erschlagen. Der hat mich einfach mit dem Tisch erschlagen. Und ich habe noch gefragt, sieht er mich? Ja, tut er. Okay, was habe ich falsch gemacht? Immerhin, direkt an der Stelle ein Checkpoint. Aber das klärt schon mal eine Frage. Ich denke, die wissen ganz genau, was sie tun. Sonst hätte der Typ nicht so reagiert. Octo Golden, willkommen als neues Mitglied und Sentry. Für dich gilt das Gleiche. Kati mit dem 5er dabei. Hey Dom, ich wünsche dir einen schönen Abend. Hab heute Geburtstag und schaue mir deinen Stream an mit den 2 Katzen. Dann alles Gute und kuschel die 2 lieb von mir. Ungefähr so wie er das Fleisch. Ach so, ich werde wegen der Flasche bemerkt. Der fliegt voll auf die Fresse. WTF? Junge, was ist mit dir? Der Typ ist ja mal absolut lost. Was? Er verfolgt mich? Sogar hier rein? Okay, dann an dem ganzen Essen vorbei und auf den Tisch, glaube ich. Auf den Tisch, schnell. Kommt der? Er ist zu fett. Er passt nicht durch. Tja. Nicht gehabt. Warte, muss ich dann wirklich auf den Tisch? Ja, doch. Ich glaube, ich gucke mich aber nochmal um, weil die scheinen mich ja jetzt ja nicht zu bemerken. Anders als der Typ davor. Er ist richtig aggressiv. Selbst naschen darf ich aber nicht. Will ich eigentlich auch nicht. Hätte ja sein können, dass da vielleicht noch ein Zwerg versteckt ist, aber wenn, dann sehe ich ihn nicht. Ich finde die Musik, also man kann es nicht wirklich Musik nennen. Diese beklemmenden Töne im Background finde ich gerade richtig stark. Das macht echt Angst. Dieses leichte Klopfen. Oh oh. Alter, was hatten die für ein Kinn, ey? Da kannst du drauf landen mit dem Heli. Nadine Meister, vielen Dank für den Support mit 5 Münzen. Und willkommen im Stream. Oh, das war knapp. Wie viele sind das? Sind die alle zum Freaky All-You-Can-Eat-Buffet gekommen? Scheiß Psychopathen. Komm ich da nicht rauf? Nein. Der fette Arsch. Kamera ist sau-cinematisch. Also du kannst die Kamera halt wirklich frei bewegen. Das ist wirklich eine gute Sache. Oh, hier ist ein Zwerg. Hier, stopp. Wo bist du hin? Achso, das lässt sich verschieben. Das lässt sich verschieben. Er ist da reingehuscht. Zwergi. Komm mal her. Alles gut. Also, hoffe ich. Es wird immer verrückter und ich kann mir den Zusammenhang nicht erschließen momentan. Ich glaube, das wird ganz am Ende so einen großen Knall geben. NR, danke dir für den 5er. Hey Domi, viel Spaß beim Stream, feier dich extrem. Kuss, 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 dankeschön fürs dabei sein. Fish Oasis. Das ist meine erste Dodi und du bist der erste YouTuber, den ich je abonniert habe. Ist jetzt schon lange her. Bekommst die, danke für alles. Kann ich nur genau so zurückgeben. Vielen, vielen Dank dir. Mein lieber Fish Oasis. Passender Name für das Let's Play hier. Wobei die ja eher auf Fleisch stehen, glaube ich, ne? Die meisten stopfen das Fleisch rein. So, und ich habe das Gefühl, ich muss auf das Fass.
Aber warte, kann ich da überhaupt drauf? Ah doch, das geht. Okay. Wohl bekommst. Also, das ist ja nicht gesund. So fressen. Richtig krank einfach. Alle miteinander. Moment mal. Ach so. Moment. Ich soll direkt auf... Aber dann werde ich doch gesehen. Ach du Scheiße. Ich muss durchrennen, glaube ich. Ah! Nein, ich bin nichts zu essen. Nein, 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 nein. Da hat er seinen Rotwein ausgeschüttet. Oh. Ach so, aufs Gatter. Oh, crazy. Wann kommt das Gewinnspiel? Du meinst das im angepinnten Kommentar? Es gibt jeden Monat die Möglichkeit, bei meinem Partner Instant Gaming ein Spiel eurer Wünsche zu gewinnen. Einfach anmelden und bei dem Gewinnspiel, du findest den Link in der Beschreibung, aber auch im Chat ab und zu mal, dein Wunschspiel eingeben und am Ende des Monats Glück haben. Das haben wir schon jetzt, ich glaube, im vierten Monat. Den Gewinner gebe ich immer auf Twitter bekannt. Am Anfang des nächsten Monats. Damit du dir die Chancen ausrechnen kannst, es sind pro Monat so 600 bis 1000 Leute am Gewinnspiel beteiligt. Secret? Nein? Hm. Wie viel Fleisch haben die denn? Das ist abnormal. Ist das eine Wiesenhof? Geheimbasis? Da vorne ist wieder ein Zwerg. Er ist rausgerannt. Ja, werde ich auch gleich machen. Ich denke, hier ist nichts mehr. Nee. Wie lange streamst du? Immer, bis ein Kapitel vorbei ist. Also 5 gibt es. Wir sind jetzt im vorletzten. Aber es gibt noch einen DLC oder 3, ich bin mir da unsicher, aber es sollen 3 große Kapitel noch nach der Hauptstory kommen mit einem anderen Charakter. Oh shit. Oh. Und die DLCs sollen ebenfalls sehr, sehr gut und storylastig sein, habe ich mir sagen lassen. Heilige Scheiße. Also ich denke, ihr habt noch Bock auf die DLCs, genauso wie ich, oder? Oder? Wenn, dann zeigt es mit einem Daumen hoch. Nein, ich bin sehr froh, dass es so gut läuft, weil gerade mit etwas unbekannteren Spielen oder sagen wir mal Non-AAA ist immer schwierig auf YouTube. Aber das Interesse ist groß und es macht total Spaß. Ist immer schön, wenn sich ein bisschen belohnt wird, wenn man sich was traut. Weil, oh nein. Ich dachte eigentlich... Ich komm da nicht rein! Ich komm da nicht rein! Damn! Oh lol. Ich dachte eigentlich, es kommt jetzt nicht so krass an, weil... Naja, ist halt schon ein eigenes Spiel, aber es ist immer schwierig, das YouTube-Publikum dafür zu begeistern. Aber ihr feiert das, genauso wie ich. Und wir machen danach auch safe mit dem zweiten Teil weiter, der am, ich glaube, 11. Februar erscheint. Wie habe ich das gerade eigentlich überlebt? Oh, das ist eine Mutterstatue. Und ein Freak! Ist das nicht der Koch? Doch, das ist der Koch. Hat er mich gesehen? Oh, hier komme ich rein, hier komme ich rein. BTF. Aber könnt ihr mir kurz sagen, wie das ist? Weil ich glaube, ich habe die DLCs in der Gold-Edition nicht. Ich muss die dann kaufen. Ist es einer oder sind es 3? Ich weiß, es sind 3 Kapitel. Bisschen länger als die des Hauptgames. Und ein anderer Charakter, aber mehr weiß ich nicht. Boah, zum Glück ist er wieder raus, Alter. Holy shit.
Was gibt's jetzt hier? Einfach mal 4 Toiletten. 4 Toiletten? Was? Das Spiel ist sehr cool. Ja, 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 auf jeden Fall. Also der Anfang war... Ich finde, am Anfang hätten sie vielleicht ein bisschen schneller auf die Tube drücken können. Aber sonst war es sehr nice. Ist halt sehr stealth-lastig, was nicht jeder mag. Ich eigentlich auch nicht. Aber es läuft noch vergleichsweise gut. Und das passt optimal zum Spiel. Also ich würde jetzt bisher nichts dran ändern wollen. Es sind 2 DLCs. Okay. Okay. Ja, dann gönne ich mir die mal. Heute guckt Benny mit zu. Dann grüße an deinen Hund. Ich habe das Bild gestern auf Twitter gesehen. Sehr süß. Und Yannick, vielen Dank für 28 Münzen. Guten Abend, bin mega gespannt, was alles passieren wird heute. Same, same. Vielen Dank für den Support und viel Spaß. Muss ich das Klopapier in die Toiletten schmeißen oder so? Hä? Hinter dem Spiegel? LOL. Ich glaube, hinter dem Spiegel ist was, weil Six schmeißt automatisch gegen den Spiegel und nicht ins Klo. Ach hier, die Büchse, die ist doch runtergefallen vorhin, oder? Ah ja, moin! Auf die 4 Toiletten können 2 Leute drauf. Bei den Ärschen, ja. Das ist ja mal cool, hier mit dem Geheimnis hinter dem Spiegel. Aber was jetzt? Hä? Irgendwie... verstehe ich das jetzt nicht ganz. Man sieht halt auch nichts. Muss doch hier weitergehen. Was zum Teufel? Gitter hoch. Ach so. Oh. Als ob ich jetzt... als ob ich auf die offensichtliche Lösung gerade nicht gekommen bin. Oh, ja, sorry. Kurzer Blackout. Aber das war so anders als die bisherigen. Ich hab das überhaupt nicht wahrgenommen gerade, dass man da klettern kann. LOL. Naja, passiert, komm. Kurze Lost-Szene gehört dazu. Jan Katz, danke für 2 Münzen. Ich hoffe, du stirbst nicht mehr als 5-mal. Warum? Gibt's dann ein Secret-Ending oder was? Muss ich dich enttäuschen, ich habe schon 25 Tode oder so. Aber ich glaube, das ist noch relativ gut, oder? Oh, oh. Was? Was macht der oder die da? Ach, das ist der Koch, der das Fleisch filetiert, oder? Dreckskerl. Nintail, vielen Dank für die 5 Münzen Donation. Little Nightmares, mein einziger Albtraum sind die Vorschriften wegen Corona. Ja, wir wünschen uns alle, dass das bald aufhört. Vielleicht im 2. Halbjahr, mal schauen. Muss ich jetzt hier einfach nur runter? Kriege ich zwar die Statue, aber die... Ach so, durch den Aufzug. Okay, 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 okay. Alles klar. Und das geht noch weiter hinauf. Also ich höre irgendwas sehr, sehr Beunruhigendes. FCA Forever, willkommen als Mitglied hier im Chat. Ich hoffe, sie fressen nicht öfter als 7-mal. Also wenn das Easter Egg Spoiler sind, dann verstehe ich sie zum Glück nicht. Und Nepnep, 5 Münzen. Wirst du Little Nightmares 2 auch als Streamprojekt machen oder Parts hochladen? Gute Frage. Ich weiß es nicht, tatsächlich. Dazu weiß ich auch zu wenig über den 2. Teil. Ich denke mal, der wird recht ähnlich wie der 1. sein. Ich finde eigentlich, es passt sehr, sehr gut als Stream-Projekt. Daher werde ich das wahrscheinlich beibehalten, aber... ich bin noch nicht sicher. Es steht noch nicht 100% fest.
Was geht hier ab? Ich verstecke mich schon mal vorsichtshalber. Wobei es nicht ganz geht, leider. Und haben die Schuhe jetzt doch nichts zu be... Was? 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 Ist jetzt schon langsam Resident Evil-like. Oder The Last of Us Part 2. Hier, schnappt euch doch das Fleisch, den Fisch. Lasst mich in Ruhe. Was wollt ihr von mir, Mann? Was wollt ihr denn? Oh, da hinten ist die Frau auf dem Bild. Ich glaube, die ist sowas wie eine Königin für die oder so. Boah, ist der gruselig. Das werden mir langsam zu viele. Wollt ihr mich etwa zu Pfannkuchen platt drücken, oder? Guten Flug, gute Nacht, auf Wiedersehen. Was ist das denn hier? Da liegt auch ein Hut. Kann gut sein, dass wir jetzt auch auf Details achten müssen, Leute. Also ein Hut und eine, was ist das? Eine Basis? Aus der Rauch aufsteigt? Hä? Hoffe, das DLC wird auch kommen. Ja, safe, safe, auf jeden Fall. Ich hab total Bock. Nef9, die letzten 10er da. Hätte mir einfach nur, danke für so tolle Jahre, einfach Wahnsinn, wie viele unterhaltsame Stunden du schon bereitet hast. Weiterhin viel Spaß. Dir auch, mein Lieber. Vielen, vielen Dank. Oh, ich habe wieder Hunger. Welch Ironie. Da war gerade unendlich viel Futter. Aber ich hatte natürlich keine Zeit zuzugreifen. Oder auch einen gewissen Ekel davor. Aber jetzt muss ich was essen. Vielleicht wieder eine Ratte. Oder Bambus. Ich meine, wir sind ja hier im japanischen Abteil. Sushi wäre auch geil. Ah, oder eine Wurst, ja gut. Ah, er hilft uns sogar. Danke, Mann. Hä, was? Was tust du? What the fuck? Warum? Warum? Wie konntest du das tun? Bist du wahnsinnig geworden? Er gibt uns das Fleisch und stattdessen fressen wir ihn? Okay, also nachdem ich das gesehen habe, habe ich ein sehr, 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 sehr schlechtes Gefühl. Sind wir am Ende der Böse? Oder die Böse in dem Fall? WTF? Das Spiel kann man mittlerweile echt nur noch mit WTF beschreiben. Was soll das? Die haben uns ja nun wirklich nichts getan. Die Frau. Oh, damn. Jetzt ist es langsam ernst. Und ich weiß weniger als vor der Folge. Alle meine Vermutungen, die ich so bisher hatte, sind mit dieser Szene zerschmettert worden. What the hell? Bist du sicher, dass er den Rotwein ausgeschüttet hat? Oh, okay. Es könnte natürlich auch Blut gewesen sein. Octo Golden lässt 50 Münzen da. Ehren-Doni, vielen, vielen Dank. Bin gespannt auf den zweiten Teil des Spiels. Ich folge dich schon seit Zelda Breath of the Wild. Gönn dir was davon. King, danke dir. Große, große Ehre. Danke, dass du dabei bist. Oh, ich glaube, ich muss in den Aufzug und ihr folgen, ne? Ja. Holy Macaroni. Was ist los mit dem Spiel? Ich bin jetzt auch voll traurig, weil wenn es sich jetzt echt bestätigt, dass wir eigentlich böse sind. Oh, Kapitel schon Ende? Okay.
Fragt mich nicht nach einer Theorie. Ich habe keinen Plan. Wir werden es aber morgen erfahren. Im letzten, fünften Kapitel des Spiels. Des Hauptspiels. Danach kommen die DLCs, wie gesagt. Crazy stuff. Sage noch Danke an Jan, Nero und Ice on Neckwhip für die Mitgliedschaften und Noah Harnisch für die 15 Münzen. Christina ist ein neues Mitglied geworden. FCA Forever hat 5 Münzen da gelassen. Neuer, mir feiert LPs. Schaut euch schon seit Life is Strange. Oh, das war auch geil. Der zweite Teil leider nicht ganz, aber der erste ist wirklich Bombe. Bitte grüße Laura von mir und sag ihr, dass sie nicht so viel saufen soll. Laura, du hast es gehört. Aufhör damit. Aber liebe Grüße. Und ID Novic. Kenne ich schon seit 2013. Grüß bitte den Kirsten. Oder die Kirsten. Den Kirsten, man kennt's. Kirsten und alle anderen, danke fürs Dabeisein. Im fünften Kapitel gibt's den Boss, lese ich gerade. Ja gut, wenn es das Ende des Spiels ist, dann ist das auch naheliegend. Wir werden es morgen Abend herausfinden. Was ist hier los? Wer sind wir? Wer ist die Frau? Alle Fragen werden hoffentlich geklärt. Bis morgen, gute Nacht und esst am besten kein Fleisch mehr heute. Ciao.